Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, Snippy, begrüße euch ganz herzlich und natürlich freue ich mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Heute mal ein bisschen Nostalgie schweigen lassen, auf der Linie 68 mal unterwegs mit dem KT4D hier von Kartoffelphantom und BLV, Karte natürlich von unserem Joe. Ja, Karte gibt's ja nun nicht mehr. Also sie gibt es schon noch, ist natürlich verfügbar im Steam Workshop oder sowas, aber an diesem Projekt wird ja nun aktuell nicht mehr weitergebaut, denn das macht natürlich auch Sinn, dass man dann irgendwann sagt, so okay, also zwei Projekte, die sich fast miteinander überschneiden, macht natürlich wenig Sinn, denn der Joe ist ja nun gerade an Straßenbahn Köpenick dran und da macht es natürlich Sinn, wenn man irgendwann vielleicht diese beiden Projekte miteinander verbindet, ja, dass man zum Beispiel dann sagt, so vielleicht fährt er dann irgendwann mal die Straßenbahn Linie 68 hier von Schmöckwitz dann einfach nach Köpenick rüber, denn das Großteil ist ja denn ja schon fertig davon. Also vielleicht kann man ja hier abwarten und mal schauen, was geht. Aber dennoch, ich finde, das ist mit einer der schönsten Karten, die es für den Lotus-Simulator gibt. Dies sage ich immer wieder gern, weil man muss sie einfach mal selbst einfach mal gefahren haben. Ich würde sagen, wir steigen jetzt hier ein, rüsten auf und dann geht's schon los. Deswegen Schlüssel rein, dann haben wir das an. So. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier war das. Das ist halt überall woanders, ne? So, und. So, haben wir das. Licht an. Wunderschön. Wir sind heute mal im Sonnenuntergang unterwegs hier. So, fahren jetzt hier raus. Klack, 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 klack. So. Wir sind auf der Linie 68, hatte ich gesagt, ne? Die ist natürlich jetzt nicht so schön. So, und dann holen wir mal unsere Passagiere ab. Mal frisch aus der Betriebshalle raus hier. Schönen Einsätze hier nochmal fahren. So. Hier haben wir das Fiepen nicht, ne? Was wir bei dem GT6N haben. Ich muss aber sagen, jetzt in der letzten Folge habe ich es doch ein bisschen überhört tatsächlich. Ich habe mir letztens einen Trailer angeschaut, den ich ja vor Ewigkeiten gemacht hatte, hier mit dem KT4D. Da war einfach noch nichts im Dashboard wirklich fertig gewesen. Da waren nur die ganzen Umrandungen vielleicht schon gewesen, so von den Knöpfen, aber so an sich war halt einfach nichts mehr zu sehen gewesen. Na, schon putzig, schon putzig. Wie die Zeit so schwindet, ja? Wie die Zeit so schwindet. So, dann Türe auf und ja. Allerdings hätte ich gerne noch die Innenbeleuchtung an. Ja, unsere Leute hier drin sollen ja noch nicht im dunklen Straßenbahn fahren müssen. Nö. Deswegen lassen wir sie jetzt hier alle rein. Ich hoffe, ich habe die richtige Leiste hier drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Deet, 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 deet. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ja, das ist halt ein bisschen Performance hier. Ist das richtig? Zum Seeblick. So, 50. Aber wir haben schon wieder rot. Na gut, das hätten wir jetzt echt noch geschafft, wa? Na
Lieber sicher ist sicher. So. Ah, da steht eine Aral-Tankstelle, sehe ich jetzt erst. Die habe ich sonst immer nie gesehen, ja. Das ist ja mysteriös. Was ist denn hier? Super, 1,38. Na, das müssen ja noch Zeiten gewesen sein. Das, Asbach 2100 oder sowas. So, so 1800, nicht 2100. 1800 passt besser. Habe ich gar nicht gesehen. Hier diese ganz kleinen Details. Dass er hier zum Beispiel auch so eine Fahrradampel drin hatte. So. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Gucken. Zum Seeblick. Aber mir fällt gerade auf, weißt du, wir sind auch voll helle. Wir spielen Hauptsache, spielen wir schon die Ansage ab. So, und das Ganze ist 0-0. Ziel haben wir. Mal ganz kurz gucken. S-Bahnhof Köpenick 33. Alles klar. Ziel 33. So, jetzt passt es auch. Man sollte natürlich auch vorher auch schildern, ne? Das wäre natürlich sinnvoll. Dadurch, dass wir nämlich aus der Wagenhalle rausgekommen sind, habe ich das komplett vergessen. So, und dann alles einsteigen. Sollte ja passiert sein. Und weiter geht's. Hobby kannst du auch locker mit 60 lang pressen hier. Ach, ich mag auch dieses Lichtspiel, ja, mit der Sonne und alles sowas. Ist mir in der letzten Folge, ist mir das ja nicht so aufgefallen. Ne? Also so dieses ganze Schatten, dieses Licht, was der Lotus-Simulator hier halt von sich gibt, das sieht einfach nur großartig aus. Ist natürlich nicht so schön hier. Der ist nicht so schön hier, dieses. Oh. Die Performance. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, irgendwie habe ich das Gefühl, die Karte zerfällt so Stück für Stück. Wir sind damals nie so viele Kachelfehler aufgefallen, wie zum Beispiel heute. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, ja. Also das da zum Beispiel, also das hätte ich definitiv, hätte ich das mal bemängelt. Hier. Keine Ahnung. Scheint er wieder nicht richtig zu laden, ne? Unser Lotus-Simulator oder sowas. Schade. Schade. Wieso ist denn der Stromabnehmer auch unten? Das verstehe ich jetzt nicht. Das Geräusch kommt. So, warte mal. Wir machen mal
Alles tot hier. Selbsthaltung. So, jetzt machen wir es nochmal. Nee. Gut. Ich weiß, war jetzt falsch abgezogen, aber mich interessiert das gerade mal. Nee. Aus irgendeinem Grund geht hier der Stromabnehmer immer nicht nach oben. Okay. Denn ist es so. Ach so, jetzt ist er oben. Naja, okay. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, das müsste das jetzt sein. Lübbenauer Weg. Oh. Ja, das hilft mir jetzt ein bisschen. Ja, wir sind nie von dieser Seite gefahren, ne? Wir sind von der anderen Seite gekommen hier. Wollt keiner mit. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert hier. Ja, die Baustelle kann ich mich auch noch erinnern. Aber an diese ganzen Fehler hier dran. Auf jeden Fall schon sehr mysteriös. Also, wie gesagt, mir ist das gar nicht so im Kopf gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert hier. Das ist natürlich nicht optimal für ein Bild mit so Grafikfehlern drin. Mit 15. Schabachstraße. Dafür war es gar nicht vorgesehen, kann das sein? Och, Joe hat mitgedacht und hat hier nochmal ein Gleis eingesetzt. Da müssen wir ein bisschen langsamer rüber, schon ein bisschen sehr eng hier alles. Wundervoll. So, die Türen sind offen. Alles einsteigen. Ja. Gut, also was das jetzt da vorhin mit dem Stromabnehmer war, keine Ahnung. Wieso er das nicht wollte, so wie wir das wollten. Ah, passiert. S-Bahnhof Köpenick. Schabachstraße. So, na dann. Weiter im Text. Das Horn.
Oh, na, dann kommen wir weiter. So, wenn hier nachher dann zum Beispiel Verkehr dann ist und alles was, wenn die Menschen hier langlaufen, dann sieht das schon echt, dann wow. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Joe sein Projekt hier komplett einstellt. Aber zwei Projekte hat er auf jeden Fall auch nichts zu tun. Wie gesagt, also dass hier so viele Fehler drin sind, da kann ich ja mal der Joe gerne mal melden bei mir und kann das ja mal sagen. Aber ich glaube auch er sagt, dass so zu seiner Zeit, wo die Karte noch existierte, wo er noch nicht so in Straßenbahn Forsthausen jetzt gebaut hatte, waren meiner Meinung nach noch nicht so viele Fehler drin gewesen. Das muss jetzt wahrscheinlich wieder nach irgendeinem Update passiert sein oder sowas. Hier fehlt ein Schild, dass man deutlich runterbremsen muss. Ja, 19 Uhr ist so eine Zeit, ja, die ist schon, also ich bin ja eigentlich so ein Fan von diesen Uhrzeiten. So 19 Uhr, ja, wenn die Sonne noch so untergeht, immer noch so ein bisschen Sonne durch die Bäume scheint und aber die Lichter schon angehen von den ganzen Laternen und alles was, dieser komplette Lichtspiel, das sieht so toll aus. Das ist eigentlich hier schon wieder echt ein episches Bild hier, ja, also wie das ja raufknallt da. Ich glaube, davon existiert ja schon ein Bild, ne? Also. Ich kriege jetzt kein perfektes Bild hin. Das ärgert mich jetzt so. Dieses Schild, das steht ein bisschen zu weit hier. Oh, Gottes Willen hier. Das Schild mag mich nicht. So, jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück. Jetzt ist genau hier saisonbedingte Haltestelle, Bammelecke. Ja, gut, okay. Dann kriegen wir hier kein Bild. Nee, jetzt sieht schon wieder doof aus. Siehst du? Es war genau dieser Schnappschuss-Moment gewesen. Wenn du den nicht nimmst, hast du Pech gehabt. Jetzt hab ich es versemmelt. So, und hier ist ja noch Endhaltestelle. Strandbad Grünau. Er hat die letzten beiden Haltestellen leider noch nicht weitergebaut. Also, cooler hätte es gefunden auf jeden Fall, wenn er zumindest bis erstmal noch Grünau gebaut hätte, weil da gibt es eine Wendeschleife. Da hätte man die Wendeschleife noch reinbauen können. Und dann hätte man die Linie praktisch so hin und her fahren können. Ich persönlich ziemlich geil gefunden. Aber naja. Sollte halt nicht sein. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Man weiß es ja nicht. Manchmal packt einem die Lust und dann wird es unbedingt anders weiterbauen.
Auch ich weine heute immer noch so ein bisschen meinen Straßenbahn Forsthausen hinterher. Oh shit. Zumindest habe ich mir meine alte Waldbahn wieder geholt, dass ich da auf jeden Fall vielleicht irgendwann mal zukünftig was machen werde. So, und damit sind wir angekommen. Strandbad Grünau. Hier ist Endhaltestelle. Ihr Lieben, das war's dann auch für diese Folge von heute. Und ja, hoffe natürlich, dass euch das Ganze wieder gefallen hat hier. Und wir uns dann zum nächsten Part Lotus hier wiedersehen mit einer neuen Strecke. Ja, mal gucken, was wir denn diesmal fahren. Wieder aus unserem Portfolio. Ich verabschiede mich hier und sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.